Wir lieben unsere handgemachten Messer und verkaufen sie nun schon seit einem Jahr in meinem Online-Shop. Heute zeigen wir dir, wie man so ein Messer selbst macht. Normalerweise haben wir Klingen aus Kohlenstoffstahl, heute haben wir aber einen besonderen Auftrag bekommen. Die Kundin hat sich einen neuen Griff für ihr Messer gewünscht, es ist nämlich ein Andenken an ihre Oma. Ich habe mich total gefreut über die Anfrage, ein Messer zu restaurieren. Die Person, die mir das Messer geschickt hat, hat da eine besondere Verbindung dazu und sieht auch den Wert von einem guten Messer. Ein guter Stahl nutzt sich ja nicht groß ab, man kann ihn immer wieder schärfen und ist immer besser, als ein neues Messer zu kaufen. Ich benutze hauptsächlich heimische Obstbaumhölzer, teilweise welche, die ich selber geerntet habe, teilweise kaufe ich das auch ein. Wir haben uns für dieses Messer für Nussbaumholz entschieden, weil wir glauben, das harmoniert ganz gut mit der Patina der Klinge. Dieses Stück haben wir von einem Schnitzer aus dem Erzgebirge. Abgeschnittene Hölzer versuchen wir so gut es geht wiederzuverwenden. Dieses Stück können wir beispielsweise auch noch für Ohrringe verwenden. Ich habe mir von dem Geld, was ich verdient habe durch den Messerbau, immer wieder auch neue Maschinen kaufen können, um noch ein bisschen genauer arbeiten zu können und auch ein bisschen schneller. Die meiste Zeit verbringe ich an der Bandschleifmaschine. Da kann ich sehr gut und genau schleifen und muss nicht alles per Hand schleifen, wie ich es vorher gemacht habe. Die finale Form der Klinge kann man immer erst bestimmen, wenn Klinge und Holz zusammengefunden haben. Erst dann bekommt man so richtig ein Gefühl dafür, was noch geändert werden muss, damit beides zusammenpasst. Wir haben uns für Bronzestifte entschieden. Die werden eingesetzt, damit die Klinge fest im Holz sitzt.
Die meiste Zeit geht definitiv beim Schleifen drauf. Ein Messergriff in Handarbeit herzustellen ist ein langer Prozess. Pro Messer brauche ich so um die 2 bis 2,5 Stunden. Schon witzig, diese alte Klinge mit dem neuen Griff. Das ist schon wie Papier. War das mal ein Tuch? Ja, Kopfkissen. Ein Kopfkissen? Okay. Fast fertig, jetzt kommt das Beste. Der liebste Bearbeitungsschritt eines jeden Menschen, der mit Holz arbeitet, ist das Ölen. Und so ist es auch bei mir. Da kommt die Maserung des Holzes noch ganz besonders vor und man sieht quasi die Früchte der Arbeit. Falls du ein Messer mit einem hohen ideellen Wert hast, das einen neuen Griff gebrauchen könnte, melde dich gerne bei uns. Die Mailadresse findest du in der Infobox. Ansonsten schau auch gerne im Onlineshop vorbei, da findest du Messer in allen Größen.